Mein Name ist Gerd Bindernagel. Zurzeit bin ich der amtierende Sylphmeister von Lüneburg. Man nennt mich Gerd den Ersten. Ich selbst bin mit Lüneburg verbunden durch den Lüder Wochenmarkt, den ich seit 39 Jahren beschicke. Sylphmeister waren früher Siedemeister, die mindestens 4 Siedepfannen hatten. Das heißt, Lüneburg ist ja bekannt halt durch sein Salz. Lüneburg in Salz ist das Gold, das weiße Gold früher gewesen. Man brauchte es zum Pökeln für Fleisch, für irgendwelche Sachen, als einziges Konservierungsstoff. Er musste Geschicklichkeit beweisen. Wenn er durch Lüneburg zog, kam ein Pferd. Er saß auf dem Pferd, es wurde ein großes Fass hinterher gezogen. Das wurde durch Lüneburg transportiert. Die Leute standen, haben applaudiert. Der Sylphmeister selbst war, ich glaube, hatte fast mehr zu sagen wie der Ratsmann oder irgendwelche Bürger. Es gab mehrere, war eine große Runde, eine Tafelrunde, sage ich einfach mal so. Und sie selbst waren die Herrscher von Lüneburg. Wie wird man heute Sylphmeister? Es gibt Spiele, es gibt die Sylphmeisterspiele. Diese Sylphmeisterspiele werden von Mannschaften aus Lüneburg, sei es aus der Politik, sei es aus dem Sparkassenwesen, aus den Fabriken oder auch die Leute vom Wochenmarkt, bilden eine Mannschaft, die gerne einen Sylphmeister stellen. Unser Marktteam war ein junges Team diesmal. Es waren sehr viele junge Leute, die Kinder von unseren, ja, von den alten Marktbeschickern, sagen wir es einfach mal ganz so. Und die waren sowas von toll. Die haben das richtig klasse gemacht und haben das quasi bewirkt, dass ich hier heute stehen darf und das Interview geben darf. Also ich bin stolz auf diese Mannschaft und vor allem auf unsere Jugend. Die Spiele beginnen mit Geschicklichkeitsspielen. Und entscheidend, wenn man sich dann weiter qualifiziert, ist natürlich das Fassrollen. Das Fassrollen ist eigentlich das, worauf es ankommt. Das Fassrollen besteht so, man hat ein Riesenfass, das man über den Lüneburger Sand, das ist ein Platz, wo die Spiele stattfinden, rollen muss. Und wer dann die schnellste Zeit bei so einem Spiel, bei dem letzten Spiel hat, der stellt den Sylphmeister. Der Sylphmeister selbst wird vorher bestimmt von den Mannschaften, wer das macht oder wer es machen will, wer eigentlich Lust dazu hat. So sieht es eigentlich bei den Spielen aus. Dann ist es so, dass der Sylphmeister, am nächsten Tag gibt es einen Kopo-Umzug, nennt sich das. Das ist ein Zoo, ein Umzug von Lüneburgern, Mannschaften, Firmen, Rang und Namen, alles dabei. Und dieser Umzug wird von dem zukünftigen Sylphmeister angeführt. In dem Moment war ich der Gerd der Erste dran. Es ist eine schöne Begegnung. Es sind sehr, sehr viele Leute da. Es ist immer ein Höhepunkt. Es macht auch richtig Spaß. Als amtierender Sylphmeister bin ich doch eigentlich, ja, ich bin stolz. Ich bin stolz, Lüneburg repräsentieren zu dürfen. Es ist schon, es ist was Erhabenes. Man wird von vielen, vielen Leuten, also wirklich von vielen Leuten, gerade auf dem Wochenmarkt wurde ich weiß nicht, jeder zweite Kunde hat mich angesprochen und hat herzlichen Glückwunsch, finden wir toll, was Sie machen und dass Sie das machen und ich bin einfach nur stolz. Wer mich treffen möchte, findet mich auf Stadtfesten, Eröffnungsstadtfesten, Weihnachtsmärkten, ohne meine Montur, jeden Mittwoch, jeden Samstag auf dem Wochenmarkt.